Ups. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video. Jetzt stehe ich hinter der Theke und muss wieder nach vorne gehen. Denn ich muss ja einmal kurz zeigen, worum es geht. Ist nur ganz kurz. Es geht um diese Eurolight FL201 Flame Lights. Und zwar sind diese Flame Lights ja grundsätzlich ausgeliefert mit Halogenlampen hier oben drin, zwei Stück. 12 Volt, ich weiß nicht, wie viel Watt die jetzt haben, keine Ahnung, aber auf jeden Fall logischerweise mehr als LED. Und ich habe die jetzt einfach mal umgerüstet auf LED, eine davon. Die, ihr könnt ja mal raten jetzt kurz, welche ist. Ich mache jetzt mal beide nacheinander an und wir schauen mal, ob es da einen Unterschied gibt. Und dafür mache ich auch das Licht aus, damit man was sieht. So, ich mache jetzt beide gleichzeitig an. Ich gehe mal aus dem Bild, sonst sieht das so bescheuert aus. Man sieht so die Lampen in der Mitte, wenn ich... Alle zusammen, Jesu Christi, wir gehen heute saufen. Das ist ja keine Kirche! Deswegen scheiß auf die Armen. Hallo. So. Das hier ist LED auf der Seite und hier ist Halogen und irgendwie, klar, das LED-Licht ist heller, aber das Halogenlicht sieht viel irgendwie authentischer aus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gesehen hat. Wir nehmen jetzt die Seite weg und gucken nur noch mal das LED-Ding an und dann wechsle ich bei dem LED-Teil auch noch mal die Leuchtmittel auf Halogen und dann wissen wir auch bei einer Leuchte, die genau so steht wie jetzt hier, wie das so ist. So, ich hole mal die Leuchtmittel und ihr guckt noch mal im Dunkeln, wie das aussieht. So, ich baue jetzt mal eben kurz dieses Teil wieder auf Halogen um. Das sind einfach die gleichen Leuchtmittel hier. Ich guck mal drauf, was es ist. MR11, 12 Volt, 15 Watt. Haben 10 Watt mehr als die LEDs, glaube ich. Hier steht gar nichts drauf. Nur China Export. Nein, Quatsch. Das Schöne ist ja, dass wir diesen Reflektor haben. Das heißt, wir können diese Farbe eh auf jede x-beliebige Lampe machen. Das ist ganz schön, dass nicht einfach die Scheibe getönt ist in der Farbe. Das ist schon echt top. So, LED-Leuchtmittel rausgenommen. Ich mache jetzt nochmal das Licht aus und das Ding hier an. Ich habe direkt das Gefühl, es sieht besser aus. Ja, sieht viel mehr nach Feuer aus, nicht so hell. Das Problem ist die Helligkeit. Es ist zu hell gewesen und zu gestreut. Durch diesen Spot-Effekt, also ich weiß nicht, auf der Kamera sieht man das, glaube ich, gar nicht. Aber das LED-Licht war halt sehr breit gefächert. Das könnte vielleicht auch mit anderen LEDs besser sein, da habe ich einfach die falsche geholt. Aber das hier ist ja eher wie so ein Spot, das heißt außen ist das Licht von der Lichtquelle ein bisschen dunkler und in der Mitte ist so ein heller Punkt und dadurch sieht dieses Feuer auch viel lebendiger aus, weil das so einen Farbverlauf hat und einen Helligkeitsverlauf. Das andere ist einfach nur knallhell und fertig und hier ist es, spielt das so ein bisschen, das sieht einfach besser aus und deswegen werden wir erstmal die Halogen-Dinger da drin lassen. Vielleicht finde ich irgendwann mal nochmal LEDs, die besser funktionieren, aber wer weiß. Wieso hat die eigentlich einen Wackelkontakt? Das geht mir noch auf den Sack hier. So. Aber an sich, ich finde der Effekt ist geil. Eins muss ich noch sagen zum Effekt. Gala-tauglich ist es nicht. Die Lüfter sind ziemlich laut. Das ist so, wie wenn ihr einen alten Rechner 10 Tage lang durchlaufen lasst, dann ballert der richtig durch und ja, ist ziemlich laut. Also wenn ihr Musik laufen habt, top. Aber ansonsten geht so. Okay, ich verabschiede mich jetzt hier aus der Kirche und sage Tschüss.